den Wochen nach seiner Abwahl braut sich in den USA etwas zusammen. Donald Trump erhitzt die Gemüter. So lange, bis die Lage in Washington erstmals eskaliert. Wie ist es so weit gekommen? Wir haben keine Angst. Wir haben 10 Menschen durch dieses Wahljahr und die Zeit danach begleitet. Isabel Brown kämpft für Donald Trump bis zum bitteren Ende. Eine Influencerin, die das Misstrauen in die Demokratie immer weiter anheizt. Wurden unsere Wahlen ehrlich und anständig durchgeführt oder gab es Machenschaften hinter den Kulissen? Es ist Zeit, was zu sagen. In Atlanta, Georgia, fürchtet Anwältin Pamela Peinado sich vor dem, was Trump noch anzetteln wird. Wir haben Angst, dass er in seinen letzten Tagen noch etwas macht, aber wir wissen es nicht. Sie vertritt illegale Einwanderer, die unter der harten Politik der Trump-Regierung leiden. Sie haben Traumatisches erlebt. Leben und Überleben in Clairton, Pennsylvania. Bürgermeister Richard Lattanzi kämpft gegen die Armut, die Arbeitslosigkeit, den Frust seiner Bürger. Nach der Wahl gerät Corona völlig außer Kontrolle. Jetzt kämpft er dafür, dass die Menschen in Clairton die Pandemie ernst nehmen, bis er selber erkrankt. Ich habe immer gedacht, wenn ich es bekomme, dann überstehe ich das vielleicht nicht. Der evangelikale Pastor Charles Kagan ist überzeugt, Trump wurde die Wahl gestohlen und die Welt geht dem Ende entgegen. Die Stimmen wurden nicht korrekt ausgewertet. Während die Nation in Chaos versinkt, eröffnet Einwanderer Shubham Arora seine Tankstelle und lernt schnell, Benzin ist nicht alles. Die Leute kommen her, tanken, kommen rein und kaufen Zigaretten und Bier. Am 6. Januar geschieht das Unvorstellbare. Trump-Anhänger stürmen in Washington das Kapitol. Sie wollen die Bestätigung Joe Bidens zum Präsidenten verhindern. Angestachelt von Trumps Wahlbetrugsvorwürfen prügeln sie sich ins Parlament. Es fallen Schüsse. Die Welt ist geschockt. Das war herzzerreißend, erschreckend und hat uns den Teil Amerikas gezeigt, den so viele von uns nicht wahrhaben wollen. Der Frust, der sich lange angestaut hat, sucht sich jetzt ein Ventil. Die USA, ein Land voller Orientierungslosigkeit und Wut. Diese Kommunisten ruinieren unser Wahnsinnsland! Mann! Das ist noch nicht vorbei. Hört nicht auf die aktivistischen Medien. Jeder kann die Wahl 2020 noch gewinnen. Isabel Brown, Influencerin, Trump-Unterstützerin, PR-Profi. Ihr Mantra in den Tagen nach der Wahl: Trump wird es schaffen, sofern richtig ausgezählt wird. In Georgia wird neu ausgezählt werden. Das kann sich eine Woche hinziehen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ich arbeite eng mit dem Trump-Team zusammen. Wir hatten schon einige Telefonkonferenzen, damit ich die rechtlichen Sachen alle richtig verstehe. Und all das, was jetzt noch passiert. Diese Informationen verpacke ich dann in Botschaften, die leicht zu verstehen sind, damit die Leute draußen alles mitbekommen. Hallo zu unserem Livestream. Sie arbeitet für Turning Point USA, eine ultrakonservative Schüler- und Studentenorganisation ganz auf Linie von Donald Trump. Sie ist Gast im Podcast des Gründers Charlie Kirk. Isabel wird uns immer, wenn ich Sie darum bitte, Namen vorlesen von Leuten, die gewählt haben, obwohl sie schon tot sind. Und das sind wirklich viele. Freut euch drauf. Isabel Brown liest Namen von US-Bürgern vor, die bei anderen Wahlen betrogen haben und verurteilt wurden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Sieg Bidens immer wahrscheinlicher. Und die Rufe nach Wahlbetrug der Trump-Seite lauter. Ich könnte euch Bücher voll von Informationen aufzählen von Leuten, die schon vor 2020 bei einer Wahl betrogen haben. Aber dieses Mal ist das Ausmaß so extrem, die Wahlbetrugsvorwürfe gehen durch die Decke. Videoschnipsel, auf denen angebliche Insider auspacken, verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Ob die Videos echt sind, lässt sich auf die Schnelle kaum überprüfen.
Das sieht doch aus wie ein echter Wahlzettel, oder? Naja, ich gehe mal davon aus. Das wäre doch unglaublich aufwendig, so etwas zu photoshoppen. Also auf den ersten Blick. Die Erzählung vom Wahlbetrug wird von vielen ernst genommen. Doc Padgett hat auf der anderen Seite gekämpft. Ein Jahr lang Wahlkampf für Joe Biden. Der hat zwar gewonnen, doch die 70 Millionen Stimmen für Trump machen den Pastor fassungslos. Ich bin immer noch geschockt, dass so viele ihm sein Verhalten überhaupt nicht übel nehmen. Ihnen ist es egal, dass er inkompetent ist, dass er grausam ist. Und dann denkst du dir, was muss denn noch passieren, damit diese Leute nicht mehr die Republikanische Partei oder den republikanischen Kandidaten unterstützen? Doc Padgett will endlich raus aus dem Personenwahlkampf, sich wieder für Sachthemen einsetzen. Deshalb ist er in Washington, D.C. Ein ziemlich dystopisches Gefühl hier. Es ist so leer. Es wird heute eine Hinrichtung geben. Und gleichzeitig steht da drüben ein Mann an der Straße und singt dieses ergreifende Weihnachtslied. Die Stimmung in Washington, D.C. passt zu dem Anlass, aus dem Doc Padgett und seine Mitstreiter vor dem Justizministerium demonstrieren. Donald Trump, der scheidende Präsident, lässt in den letzten Wochen seiner Amtszeit viele Verurteilte hinrichten. Doc Padgett steht vor einem Rätsel. Auf aggressive Weise vollziehen sie plötzlich Todesurteile von Menschen, die seit 20 Jahren im Todestrakt sitzen. Es ist unklar, wer davon profitieren soll, warum sie plötzlich so viele Hinrichtungen anordnen. Aber Donald Trump wird am Ende seiner Amtszeit so viele Menschen hingerichtet haben wie kein Präsident jemals zuvor. Ein zweifelhafter Rekord, den sich Donald Trump auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft sichert. Acht Leute haben sie schon hingerichtet. Vier weitere sind geplant, noch bevor seine Amtszeit vorbei ist. Eine davon findet heute statt, in 2,5 Stunden. Wir sind hier und wir nennen diesen Ort, was er heute ist, ein Tatort. Und auf der Sterbeurkunde wird als Todesursache Mord stehen. Die Chancen sind zwar nicht besonders groß, aber in der Theorie kann die Hinrichtung noch gestoppt werden. Wir hoffen, dass wir genügend Aufmerksamkeit heute Nachmittag bekommen, damit doch noch eine Begnadigung erlassen wird. Darauf hoffen wir immer bei diesen Hinrichtungen, dass wir in letzter Minute noch ein Leben retten können. Doc Padgett und die anderen demonstrieren weiter. Bis zum letzten Moment. Ich hoffe, wenn du mal so alt bist wie wir, musst du nicht vom Justizgebäude herumlaufen und die Leute zur Vernunft bringen, damit sie mit dem Töten aufhören. In Harrisonville im Bundesstaat Missouri hat die Mehrheit Trump gewählt. Daran zweifelt niemand. Missouri ist Republikanerland. Seit Bill Clinton hat hier kein Demokrat mehr gewonnen. In der Grace Baptist Church arbeitet der evangelikale Pastor Charles Kagan. Wenn Biden gewinnt, wäre das ein Betrug, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass die Stimmen korrekt ausgezählt wurden. Ob das der Teufel getan hat, das glaube ich nicht. Es sind bestimmte Leute, die diese Arbeiten ausführen. Und das ist unbiblisch. Es ist Samstag. Samstags besucht Charles Kagan seine Schäfchen zu Hause. Ich will Ihnen Lust machen auf die Sonntagskirche morgen. Die wörtliche Auslegung der Bibel, der strenge Glauben an Gott. Sie bestimmen Kagans Leben in jedem Moment. Geist Gottes, ich hoffe, dass du mich mit deiner Kraft erfüllst. Und ich bete, dass du Kameramann Sam segnest und ihm gute Aufnahmen bescherst, damit seine Chefs zufrieden sind. Amen. Pastor Kagan hat erzkonservative Überzeugungen. Als Evangelikaler ist er gegen Abtreibung und Homosexualität.
Und ich weiß, dass viele Leute so denken wie ich. Vor allem in der Gegend, wo ich lebe. Hier wird mir nicht nachgestellt. Noch nicht. Mitte November gehen in Washington zehntausende Trump-Unterstützer auf die Straße. Der Million MAGA March. MAGA steht für Trumps Wahlkampfspruch Make America Great Again. Stopp den Wahlbetrug, lautet ein Slogan. Wir lassen doch nicht 51% der Amerikaner bestimmen, wie die anderen 49% zu leben haben. So funktioniert das nicht. Wir haben keine Angst. Der Million MAGA March war eine großartige Veranstaltung. Die Amerikaner haben ihren Patriotismus gezeigt und man konnte sehen, wie divers die Menschen sind, die den Präsidenten und seine konservativen Ideen unterstützen. Auch die rechtsextreme Gruppe der Proud Boys zeigt sich. Aus ihrer Aggressivität macht sie kein Geheimnis. Schätzchen, ich komme heute Abend nicht nach Hause, das kann ich dir versprechen. Die Furcht vor gewaltbereiten Gruppen ist kurz nach der Wahl groß. Dieser Abend in Washington D.C. wird nicht friedlich bleiben. Pennsylvania im Nordosten der USA. Briefwahlstimmen werden hier noch Tage später akzeptiert. Die Auszählung dauert so lang wie sonst nirgends. Hello, how you doing? Richard Latanzi, Bürgermeister in der kleinen Stadt Clairton, hatte sich wegen der Wahl Sorgen gemacht, sich mit der Polizei auf Aufstände vorbereitet. Doch im Moment ist alles ruhig. Ich denke, wenn Biden direkt am Tag nach der Wahl gewonnen hätte, hätten wir Probleme bekommen. Aber weil es sich über 3-4 Wochen lang hingezogen hat, glaube ich, dass die meisten Leute schon abgelenkt waren. Nicht mehr so sauer. Deshalb hat es sich beruhigt. Das war also eher ein Segen. Dass im Januar Demonstranten das Kapitol in Washington erstürmen werden, davon ahnt jetzt kurz nach der Wahl noch niemand etwas. Clairton freut sich über die Ruhe. Die Stadt kann gute Nachrichten gebrauchen. Sie liegt im Rust Belt der USA, ist abhängig von der Kohle- und Stahlindustrie. Und die schwächelt seit Jahrzehnten. Es war einmal eine Boomregion, das ist lange her. 2020 war ein Jahr voller neuer Tiefpunkte, großer und kleiner Krisen. Viele Menschen haben ihren Job und ihr Einkommen verloren. Und ob sie es glauben oder nicht, es fehlt uns an Spielzeug. Alle sind in die Läden gerannt und haben Spielzeug gekauft. Also die Leute, die Geld hatten. Aber die Leute, die kein Auto haben, haben nichts mehr bekommen. Im Hauptberuf ist Latanzi Stahlarbeiter. Er hat Glück, wurde diesen Sommer nur für kurze Zeit entlassen. Der Bürgermeisterjob hält ihn zusätzlich auf Trab. Seit 17 Jahren. Er bringt eine Kiste voller Spielzeugspenden in das Stadtlädchen. Auch wenn es keine Unruhen gab, die Präsidentschaftswahl im November hatte trotzdem dramatische Folgen für Clairton. Seit der Wahl. Und wahrscheinlich war das auch der Grund dafür. Die Leute hier sind rausgekommen und persönlich zur Wahl gegangen. Wir als Stadt Clairton, wir hatten im Juli erst 60 oder 70 Fälle von Covid und hatten 2 Todesfälle. Heute sind es 326 und 5 Tote. Es wurde wirklich ernst. Heute wird in Clairton ein Mann beerdigt, der hier 58 Jahre lang als Pfarrer gearbeitet hat und für Richard Latanzi ein wichtiger Verbündeter war in seinem Kampf, die Stadt zusammenzuhalten. Vor ein paar Monaten hatte er sich Covid eingefangen. Er hat das zwar überlebt, aber ich glaube, sein Körper hat sich davon nie wieder erholt. Und der Mann war nicht nur ein Referent und ein Pastor in der Kirche, er war ein Anführer der schwarzen Community.
Diese Pandemie muss ernst genommen werden. Erst wenn sowas passiert, dann sagen die Leute plötzlich, gibt es das wirklich? Und ja, das gibt's wirklich. Pastor Kagan ist dabei, die Kinder in Harrisonville für seine Kirche zu begeistern. Der Gottesdienst ist zwar erst morgen, er will die Eltern aber schon am Vortag erinnern. Das mache ich jeden Samstagmorgen. Der erste Grund ist, weil viele Eltern sonntagmorgens arbeiten. Zweitens kommen viele Eltern selber nicht mehr in die Kirche. Und drittens, sie wollen ihren Kindern helfen, aber sie kommen aus irgendeinem Grund nicht aus dem Bett. Sonntag ist ihr einziger freier Tag. Da schlafen sie aus. Da bist du ja, Natalie. Wie geht's? Ich wollte die Jungs zur Kirche einladen. Oh, großartig, ja. Letztes Wochenende habe ich verschlafen. Schon wieder? Ja, und ich hatte mein Telefon im Badezimmer vergessen. Aber die Jungs freuen sich, sie würden gerne kommen. Okay, ich rufe morgen früh wieder an und versuche, alle aufzuwecken. Ist wohl keiner zu Hause. Hier schlafen die Eltern wohl noch. Letzte Woche war Tommy da, aber du nicht. Davor die Woche warst du da, aber Tommy nicht. Was ist mit morgen? Du weißt es noch nicht. Die meisten Kinder, viele von ihnen, kommen aus Scheidungsfamilien. Also sind sie dann an manchen Wochenenden bei ihrem anderen Elternteil. Deshalb kommen viele Kinder nur ab und zu zum Gottesdienst. A lot of the kids only come every other weekend. The world is becoming more. Die Welt wird immer schlechter und die Sünde breitet sich immer mehr aus. Ich würde mir wünschen, dass deshalb die Leute zu dem Schluss kommen würden, dass die Bibel uns sagt, in den letzten Tagen sollen wir Menschen mehr zu uns selbst finden, und dass sie dann sagen würden: Es ist Zeit, dass ich mich Gott zuwende. Aber anstatt der Zahl der Kirchgänger wächst in Harrisonville die Zahl derer, die an Verschwörungstheorien glauben. Wie geht's dir? Bin gerade erst aufgestanden. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Ja, ich habe eine Idee für eine Predigt, die ich schreiben will. Es geht um Covid-19 und das Zeichen des Teufels. Weißt du das mit Bill? Ja, Bill Gates. Ja, mit den Robotern, dem Impfstoff und der Schweine-DNA, Affen-DNA. Das hat doch was mit dem Zeichen des Teufels zu tun. Ja, genau. Darüber will ich eine Predigt schreiben. Gute Idee. Ich stimme dir dazu. Gut, das freut mich. Yes, sir. Großartig. Ich sehe die Kinder dann hoffentlich morgen. Alles klar? Pass gut auf dich auf. Hast du gehört, was er gesagt hat? Er hat eine Meinung zu der Covid-Sache und zu den Impfungen, die sie bald starten wollen. Dass Bill Gates dann einen Chip einpflanzen will, damit wir alle, naja... auf dem Laufenden bleiben. Er meint, es gibt viele Leute, die das für ein Zeichen des Teufels halten. Dass der Teufel seine Finger bei der Corona-Krise irgendwie mit im Spiel hat, dieser Meinung ist Kagan auch. Er liest die Bibel, nimmt sie wörtlich und er surft viel im Netz. Die großen Nachrichtensender schaut er nicht mehr. Ich glaube den Mainstream-Medien nicht mehr. Sie vertreten eine Haltung, die gegen meine Ansichten ist. Ich vertraue einer Nachrichtenquelle namens Newsmax. Newsmax wird zum neuen Lieblingsmedium der Trump-Regierung. Als auch Fox News immer kritischer über den Präsidenten berichtet, suchen seine Leute nach neuen, gefolgsameren Medien.
Auch Isabel Brown tritt bei Newsmax auf. Ich habe ja selbst einen wissenschaftlichen Hintergrund und muss sagen, ich bin absolut begeistert, wie erfolgreich die Trump-Regierung den Coronavirus bekämpft. Immer häufiger werden Isabel Browns Inhalte zum angeblichen Wahlbetrug von sozialen Medien wie Twitter oder Instagram gesperrt. Ich habe gerade ein Video gepostet. Es ging um ein Wahllokal in Pennsylvania, wo sie buchstäblich Dutzende Wahlzettel ausgefüllt haben. Gefilmt von einer Überwachungskamera. Instagram hat es sofort runtergenommen. Angeblich wegen Community-Standards. Hallo? Umso genauer sollten wir da hinschauen und endlich etwas sagen. Auch wenn Isabel Brown den sogenannten Mainstream-Medien vorwirft, die Wahrheit zu zensieren, sie selbst postet offensichtlich verkürzte, falsch ausgelegte Inhalte. Als es am Abend des Million Maga March zu Schlägereien kommt, veröffentlicht sie ein Video, das einen Angriff auf einen der rechten Proud Boys zeigt. Später stellt sich heraus, dieser Ausschnitt zeigt nur einen Teil der Wahrheit. In diesem Einzelfall habe ich später eine Erklärung gepostet, als ich selbst dann die vollständige Version gesehen habe. In der längeren Version sieht es so aus, als ob die Gewalt von beiden Seiten ausgeht. Der Proud Boy verteilt selbst Schläge und Drohungen, bevor er attackiert wird. Es ist kaum möglich, in dieser Szene genau zu identifizieren, wer mit der Gewalt begonnen hat. Isabel Brown hatte nur den Teil repostet, der den Proud Boy als Opfer zeigte. Das passiert oft in diesen Social-Media-Zeiten. Man weiß selbst nicht genau, was die wahre Geschichte ist, bis man später das ganze Video sieht. Isabel Brown postet jetzt auch auf der App Parler. Hier gibt es keine Grenzen und keine Sperren. Parler wird bei rechten Vertretern immer beliebter. Die Frage, die wir Amerikaner uns wirklich stellen sollten, und zwar aus allen politischen Lagern, ist: Wurden unsere Wahlen ehrlich und anständig durchgeführt? Oder gab es Machenschaften hinter den Kulissen? Atlanta in Georgia. Weil die Wahl um die zwei Senatorensitze hier zu knapp für ein Ergebnis war, wird im Januar noch einmal gewählt. Schon Wochen vorher hat Pamela Peinado ein mulmiges Gefühl. Es gibt da auf jeden Fall eine Angst, dass Trump in seinen letzten Tagen, und das passiert ja auch schon, er hat einige Gesetze geändert, die das Migrationsrecht stark beeinflussen. Deshalb haben wir schon Angst, dass er in seinen letzten Tagen, naja, wir wissen es nicht, aber es gab schon einige Änderungen, die alles ziemlich aufgewühlt haben. Pamela Peinado ist Anwältin. Ihr Spezialgebiet ist Einwanderungsrecht. Unter Präsident Biden wird ihre Arbeit ein Stück einfacher. Das hofft sie zumindest. Die Corona-Krise bremst die Arbeit der Anwältin seit Monaten aus. Es beeinflusst alles. Die Gerichte sind geschlossen. Wir können keine Fälle abschließen. Die Leute werden krank. Es ist ein Albtraum. Auch wenn ihre Arbeit schwieriger geworden ist, genug zu tun hat sie allemal. Good morning. Die erste Klientin heute kämpft gegen ihre Abschiebung. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Die Festnahme der dreifachen Mutter durch die Polizei kam völlig überraschend, mitten in der Nacht. Die Polizei kam um 4 Uhr morgens zu ihr nach Hause. Sie haben eigentlich nach jemand anderem gesucht. Den haben sie nicht gefunden, deshalb wurde sie dann verhaftet. Ihre Kinder waren zu Hause, sie war nackt. Die Polizei zwang sie auf den Boden. Natürlich war sie aufgebracht, durcheinander. Denken Sie an die beiden kleinen Kinder. Sie haben ein unglaubliches Trauma erlitten. 3 Monate lang saß die Frau im Gefängnis, bis Pamela Peinado sie immerhin aus der Haft holen konnte. Der Versuch, die Abschiebung anzufechten, ist vorerst gescheitert. Abgelehnt durch die Staatsanwaltschaft. Unter der Obama-Regierung gab es einen Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaft. Damals war das so, dass wenn jemand schon lange da ist, Kinder hat, dann konnte derjenige hierbleiben. Unter der Trump-Regierung wurde das vom Tisch genommen. Also gibt es das nicht länger und deswegen werden so viele deportiert, die nichts verbrochen haben. Die Zukunft ihrer Kinder macht der Klientin die meisten Sorgen. Sie fragen mich, gehen wir in ein neues Land? Was machen wir da? Wer sind denn unsere Freunde?
Und du denkst dir, ich hätte gerne die Antworten, aber ich habe sie nicht. Weißt du, wer am meisten unter diesem Einwanderungssystem leidet? Die Kinder. Die Kinder leiden am meisten unter diesen ganzen Sachen. Rassistische Hetze und eine harte Politik gegenüber Einwanderern. Dafür ist Donald Trump bekannt. Und trotzdem wurde der Präsident von überraschend vielen Latinos gewählt. Der einzige Grund, der mir einfällt, ist die Tatsache, dass viele dieser Einwanderer aus Ländern kommen, die von Diktaturen und Sozialismus geprägt sind. Sie fliehen davor, sie versuchen davon wegzukommen. Also kommen sie in die USA. Und wenn sie mit Propaganda von einer Partei konfrontiert werden, die die andere Partei mit Sozialismus und Radikalismus in Verbindung bringt, dann tendieren sie natürlich zur Republikanischen Partei. Ich denke, sie sympathisieren mehr mit der Partei als mit Trump. Das ist die einzig logische Erklärung, die mir dazu einfällt. Die Gerichtsverfahren, die wegen des angeblichen Wahlbetrugs angeschoben werden, verunsichern auch Pamela Peinado und ihre Kollegen. Wer wird denn die neue Regierung sein? Wissen wir das noch nicht? Nein. Gott steh uns bei. In Clairton, Pennsylvania, hat Bürgermeister Richard Lattanzi gerade seinem alten Freund die letzte Ehre erwiesen. Corona-gerecht mit einer Autoparade. Auf der Straße läuft er dem Sohn des verstorbenen Pfarrers über den Weg. Was ich dir noch sagen wollte, und das hat jetzt nichts mit Politik zu tun oder dass ich Bürgermeister bin. Dein Vater war ein toller Typ. Viele Leute in der Stadt, vor allem mit so einer großen schwarzen Community, respektieren den Bürgermeister ja nicht. Du weißt schon, wer ist der denn? Dein Vater hat mir immer diesen Respekt gegeben und viele Leute haben auf ihn gehört. Jetzt habe ich eine großartige Beziehung mit der ganzen Stadt. Dein Vater hatte viel damit zu tun. Und ich habe immer gesagt, ich wünschte, ich könnte so gut sprechen wie er. Mein Vater war 87 und dann hat Covid ihn erwischt. Und viele Leute glauben immer noch, es wäre ein Witz. Ich arbeite hier beim Militär. Wir werden im Moment in den Altenheimen eingesetzt und das ist kein Witz. Wenn alles vorbei ist, lade ich euch zum Abendessen ein, okay? Ich halte eine Menge von euch. Gott segne dich. Hey, wie geht's? Es gibt viele Theorien, dass die Regierung einen Chip in deinen Körper stecken will, dass sie wissen wollen, was wir machen und wo wir sind. Und viele Leute denken, der Impfstoff ist neuer, dass wir Laborratten sind. Wenn wir jetzt den Impfstoff kriegen, würde ungefähr ein Drittel von Clairton sagen, nein, danke. Der Bürgermeister von Clairton ist selbst ein Risikopatient. Zwei Krebserkrankungen hat er hinter sich. Dann im Dezember erwischt Covid-19 auch ihn. Ich habe bei der Arbeit und im Rathaus immer die Maske aufgehabt und Abstand gehalten. Leider haben es dann meine Enkelkinder zu mir nach Hause gebracht. Ihr Vater hatte sich eingefangen, als er unterwegs war in einer Bar. Er hat nicht daran geglaubt, dass es eine echte Bedrohung ist. Und so kam es in mein Haus. Seine letzte Chemotherapiesitzung ist gerade mal ein Jahr her. Ich habe immer gedacht, wenn ich's bekomme, dann überstehe ich das vielleicht nicht. Richard Lattanzi muss Pause machen. In Alberton, einer Kleinstadt in Georgia, bekommt Shubham Arora kaum etwas mit vom großen Politik- und Wahlchaos. Er hat andere Sorgen. Oder besser, einen Riesengrund zur Freude. Seine Tankstelle macht endlich auf. Vor 5 Jahren kam er über die mexikanische Grenze illegal ins Land. Heute hat er eine Arbeitserlaubnis und ein eigenes Business. Allein mit Benzin macht man kein Geld, das wusste Shubham schon lange. Die Zusatzangebote machen den Unterschied. Seine Kunden hat er schon genau studiert. Die Leute kommen her, tanken, kommen rein und kaufen Zigaretten und Bier. Deshalb hat Shubham einen ganzen Raum für das Bierangebot freigeräumt. Seine Bierhöhle.
Die Leute langweilen sich schnell, wenn sie immer nur dasselbe bekommen. Wenn es also etwas Neues gibt, etwas Ungewöhnliches, was du dir selbst ausdenkst, dann sagen die Leute, guck mal, die haben eine Bierhöhle. So ein kleiner Trick fürs Unterbewusstsein ist das. Bei seiner monatelangen Suche nach der richtigen Tankstelle hat er Abinay Panchala getroffen. Er ist Inder wie Shubham, ist aber schon ein paar Jahre länger in den USA. Die beiden ziehen die Tankstelle gemeinsam auf, teilen sich die Arbeit, die Kaution und sogar eine Wohnung. Für Abinay Panchala waren die USA schon lange das Land, in dem er leben wollte. Ich mag alles. Das Wetter, die Orte, die Staaten, die ich besuche, alles ist großartig. Nur manche Regeln und Vorschriften finde ich nicht so gut. Aber ab und zu erleben die beiden Inder auch rassistische Begegnungen. In den letzten Jahren hat das zugenommen, sagt Abinay. Seit Trump Präsident geworden ist, hat das ein ganz anderes Level erreicht. Erst vor kurzem in einer Bankfiliale. Wir wollten ein bisschen Geld nach Indien schicken. Und da meinte der Typ dann, ihr braucht dies, ihr braucht das. Aber er hat sehr leise geredet. Wir konnten ihn nicht hören. Ich habe ihm gesagt, wie bitte? Ich habe sie nicht verstanden. Da sagte er, diese verdammten Inder. Ich war so sauer, aber ich konnte nichts sagen. Man will ja nicht einen großen Aufriss machen. Wir nehmen denen die Möglichkeiten. Wieso sollten sie da nicht sauer sein? Wir kommen aus einem anderen Land, machen hier ein Business auf. Die jungen Leute in meinem Alter hier, Mitte 20, die machen ihre 8-Stunden-Jobs oder gehen noch aufs College. Ich habe nicht mal einen Highschool-Abschluss. Wie lange Shubham in den USA bleiben darf, weiß er nicht. Seine Arbeitserlaubnis muss er alle 2 Jahre erneuern lassen. Florida im Dezember. In Palm Beach hat die ultrakonservative Organisation Turning Point USA zu einer Konferenz geladen. Hey guys, it's Isabel Brown. Hi Leute, hier ist Isabel Brown von Turning Point USA. Ich freue mich riesig, dass ihr alle hier seid. Schüler und Studierende aus dem ganzen Land reisen an. In Florida ist so eine große Versammlung auch in Corona-Zeiten erlaubt, unter Auflagen. Das ist unsere große Jahreskonferenz in Florida. Normalerweise kommen bis zu 5000 Schüler und Studierende her. Dieses Mal wegen Covid haben wir nur eine begrenzte Kapazität. Aber wir freuen uns sehr, dass alle am Jahresende noch einmal herkommen. Das Event wirkt wie eine groß angelegte Trump-Werbeveranstaltung. Trump-Flaggen überall. Als Redner werden seine engsten Vertrauten erwartet. Und doch muss Isabel Brown im Interview plötzlich genauestens darauf achten, auf Abstand zu Trump zu gehen. Meine Zukunft hängt von niemandem ab, der gerade im Oval Office sitzt. Ich bin eine unabhängige Content-Produzentin. Und ich arbeite mit vielen Organisationen auch außerhalb der Parteienlandschaft zusammen. Wir von Turning Point USA sind eine gemeinnützige 501c3-Organisation. Um das kurz für die Leute in Europa zu erklären. Wir sind nicht an eine bestimmte Partei oder einen bestimmten Kandidaten gebunden. Was wir also tun, ist viel größer als eine Person, die alle paar Jahre für ein Amt kandidiert. Wir versuchen, die amerikanische Kultur zu gestalten. So das offizielle Statement. Turning Point USA darf als Non-Profit-Organisation eigentlich keine politischen Kampagnen betreiben. Ich glaube, das ist im Moment das größte Treffen auf dem ganzen Planeten. Das ist doch ziemlich cool. Wie geht's euch? Bringt mal die Energie etwas hoch, ja? Was in der Halle geschieht, ist eine andere Sache. Denn hier geht es immer wieder um Unterstützung für Trump. Der noch amtierende US-Präsident meldet sich sogar persönlich. Charlie, es tut mir leid. Ich weiß, du bist gerade mitten in deiner Rede. Aber das hier kann nicht warten. Hi, Charlie. That sounds like a big crowd of beautiful people. Your back 100%, by the way. 100%. I know you do. I know you do. I know it. Charlie, and I appreciate it. I appreciate everybody there. I've spoken for Charlie numerous times, and we've always had a great time, and we are fighting really for the country.
Doch mit Isabel Brown über Donald Trump zu reden, jetzt, wo es so viel zu besprechen gibt, geht das plötzlich nicht mehr. Kannst du über die Wahl reden? Nicht wirklich. Turning Point USA ist ja eine Non-Profit-Organisation. Also rechtlich gesehen dürfen wir nicht über eine bestimmte Wahl sprechen. Was erhoffst du dir für Donald Trumps Zukunft? Also, ich muss da sehr vorsichtig sein, speziell, wenn ich über Donald Trump rede. Das ist ja unser Non-Profit-Event hier. Ich kann allgemein sprechen über konservative und demokratische Themen, aber sonst... Glaubst du, dass Joe Biden als neuer Präsident vereidigt wird? Oder wird etwas anderes passieren? Ich kann über laufende Rechtsverfahren nicht sprechen. Ja, doof. Ich liebe diesen gelben Blazer. So süß. Für den nächsten Tag hat sich Vizepräsident Mike Pence als Sprecher auf der Veranstaltung angekündigt. In Pennsylvania ist es tiefster Winter geworden. Clairton versinkt tagelang im Schnee. Bürgermeister Richard Lattanzi hat seine Quarantänezeit überstanden. Covid-19 hatte für einige Wochen die komplette Familie im Griff. Ich, meine Frau, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine andere Tochter, ihr Freund, wir alle hatten Covid. Zum Glück haben wir es alle geschafft. Wir waren ziemlich krank. Zuerst hatte es Rich. Ich habe noch 4 Tage durchgehalten, ihm geholfen. Dann ging es bei mir los. Ich wollte ihn ins Krankenhaus bringen, aber er sagte, nein. Ich sagte, warum gehst du da nicht hin? Lass uns testen, lass uns etwas machen. Er hat es ohne Behandlung geschafft und macht sich endlich wieder auf den Weg Richtung Rathaus. Ich habe 2 Krebskrankheiten überlebt und jetzt Covid. Ich glaube, Gott sagt mir, du hast noch einen Job zu erledigen. Es gibt noch was, das ich zu Ende bringen soll. Wieder alles beim Alten bei Richard Lattanzi. Seit 17 Jahren Bürgermeister im Nebenjob. Für $80 die Woche. Wenn es nach ihm geht, kann das alles genauso bleiben. Felix, wie geht's dir? Okay. Ich will heute noch etwas erledigen. Vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. ist es Abend geworden. Um 18 Uhr wird Brandon Bernard in Indiana durch die Giftspritze getötet. Eine Hinrichtung mehr auf Donald Trumps Weg, der Präsident mit den meisten Exekutionen aller Zeiten zu werden. Fast niemand will über die Todesstrafe reden. Die Leute wollen nicht mal wissen, dass sie durchgeführt wird. Es ist den Leuten unangenehm, darüber zu sprechen. Sie wollen nichts darüber hören. Wir werden aber nicht tolerieren, dass man uns sagt, so ist das System nun einmal. Diese Systeme werden gemacht und unterstützt von Leuten, die individuelle Entscheidungen treffen. Und jetzt ist es an Joe und Kamala, wenn sie in diesem Haus dahinter uns arbeiten, dass sie alles tun, um die Hinrichtungen in diesem Land und alle Formen von Gewalt zu stoppen. Sie protestieren so lange, bis es zu spät ist. We shall not be moved, just like a tree. That's planted by the water. We shall not be moved. Genau auf diesem Platz hat Doug Padgett seine Wahlkampftour begonnen. Im Januar 2020, vor fast einem Jahr. Es ist viel passiert. Mittlerweile heißt der Platz Black Lives Matter Plaza und Doug Padgetts Kampf gegen Donald Trump ist immer noch nicht vorbei. Das Schwierigste für uns in dieser Zeit nach der Wahl wird es sein, dass wir alle zugeben müssen, dass wir alle unser Land beschädigt haben.
Es ist einfach zu sagen, die anderen sind schuld. Es ist viel schwieriger einzusehen, dass wir auch Schuld auf uns geladen haben. Und das wird die größte Aufgabe für uns. Wir haben uns alle in den Bann ziehen lassen, haben uns gegenseitig verletzt und unser Land genauso. Manche haben es aggressiver getan als andere. Aber es ist uns allen passiert. Das wird ein schwieriger Prozess, darüber zu reden, die Wahrheit zu sagen und uns dann zu versöhnen. In der Halle in Palm Beach beginnt eine martialische Show. Später wird auch Mike Pence hier noch auftreten. Eins, zwei, drei! Guckt euch diese dreckigen Kommunisten an! Ich bin es so satt, dass diese Kommunisten unser Wahnsinnsland ruinieren. Mann! Ich muss euch das nicht sagen, aber für all das, was war und was wir noch tun müssen, kämpft weiter! Kämpft weiter für unsere Wahl! Kämpft weiter für die Wahl in Georgia! Kämpft weiter an jedem folgenden Tag! Wir werden weiter gewinnen. Der wochenlang angeheizte Frust über den angeblichen Wahlbetrug entlädt sich am 6. Januar. Während im Kapitol in Washington D.C. die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten zertifiziert werden soll, prügeln sich Protestler ins Parlament. 4 Trump-Unterstützer und ein Polizist sterben. Das war herzzerreißend, erschreckend und hat uns den Teil Amerikas gezeigt, den so viele von uns nicht wahrhaben wollen. Die Menschenmassen vor dem Kapitol, angestachelt von Donald Trump. Auch die Organisation Turning Point USA hatte Busreisen zu der Demonstration organisiert. Als Gewalt ausbricht, distanzieren sie sich plötzlich. Falls ihr dort seid, empfehlen wir euch, von dort zu verschwinden. Das ist nicht das, wofür wir als Konservative stehen. Nein. Wir bekommen gerade viele Mails von Leuten, die schreiben, dass sie jetzt zu Waffen greifen werden. Aber ich sage euch was, ihr werdet verlieren, okay? Das ist eine dumme Idee. Ja, eine Menge Leute sind sauer, aber dann versucht doch die Möglichkeiten zu nutzen, die wir jetzt schon haben. Versucht meinetwegen eine friedliche Aufspaltung der Staaten zu erreichen. Aber so etwas, genau das, nutzt doch nur den Linken. Wir wollen alle immer sagen, das ist nicht Amerika. Aber es ist Amerika. Es ist sicher nicht der Teil, den wir an der Macht haben wollen. Aber es ist ganz sicher ein Teil von Amerika. Das neue Jahr beginnt. Ein neuer Präsident ist gewählt. Die 4 Jahre unter Donald Trump haben das Land weiter polarisiert. Die USA, eine aufgewühlte Nation. Ein Land auf der Suche nach Normalität, nach sich selbst, nach einem neuen, gemeinsamen Traum. Es scheint fast unmöglich.